In diesem Video zeige ich dir nicht nur, wie du dreidimensionale Haartubes ausmisst, sondern auch problemlos biegst. Viel Spaß! Hi und hallo und herzlich willkommen beim Bastelnerd. Mein Name ist René und ich baue dir den passenden PC zu deinem Budget. Ja, heute ein besonderes Projekt hier auf dem Tisch, und zwar Bastelnerds Streaming PC 2.0. Aktuell befindet er sich noch in diesem Gehäuse und zieht dann irgendwann um in dieses Gehäuse. Und wie du schon siehst, ist hier eine Custom Vacu verbaut, beziehungsweise ich bin noch ein bisschen da dran, die zu verbauen. Und deswegen gibt's heute mal ein Hardtubing-Guide, aber nicht einfach nur, wie man so eine Hardtube biegt, weil davon gibt's tausende Videos gefühlt auf YouTube, wie man so tolle 90-Grad-Bögen macht. Das ist auch relativ unkompliziert. Kompliziert sind dann so welche Konstrukte hier. Ja, wenn das dann quasi in die dritte Dimension geht, also zweite Dimension wäre quasi so, und dann biege ich jetzt nochmal so rum oder den so rum, so ein S, das wäre quasi 2D, und dreidimensional ist, ja, ist halt sowas. Und was mir nämlich da gefehlt hat bei diesen ganzen Guides und alles, was ich da gesehen habe, wo setze ich denn jetzt an? Also wie messe ich denn jetzt und wie, wo biege ich denn dann jetzt und wie mache ich das? Wie du siehst, habe ich hier schon ein bisschen mich ausprobiert und was gelernt, und ein bisschen ist ja auch schon da drin installiert. Deswegen will ich dir das jetzt mal heute erklären in diesem Video, wie ich da rangehe. Ich hoffe, dass dieses Stück noch reicht. Denn als nächster Punkt liegt nämlich an, hier die Grafikkarte noch anzuschließen. Das ist die einzige Komponente, die noch nicht in dem Kreislauf mit eingebunden ist. CPU, Radiatoren und Distroplate, Ausgleichsbehälter, Geschichte, ist alles schon angeschlossen. Kurzer Disclaimer noch, warum hier oder hier Werbung steht. Die überwiegende Hardware wurde mir von Corsair zur Verfügung gestellt. Also alles, was zu der Wasserkühlung gehört, haben die mir netterweise zur Verfügung gestellt. Radiatoren und so weiter. Und auch dieses Set hier, wo ich das jetzt quasi gleich alles mit bearbeiten werde, also Säge und so weiter. Genau. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall an Corsair für die Unterstützung, Bastelnerds Streaming PC auf Custom Vacu umzurüsten. Okay, dann starten wir mal mit der ersten Biegung. Ja, das ist relativ einfach. Da erkläre ich dir mal kurz meine Herangehensweise. Also ich habe hier so eine kleine Schale mit Wasser. Da ist auch so ein bisschen Palmolive drin. Und dann stecke ich hier diesen Schlauch rein. Ein bisschen drehen hilft. Und hier hinten auch wieder ein bisschen nachbefeuchten. So. Da guckt er auf der anderen Seite raus. Ja, das ist übrigens ist ein anderer Schlauch, der von Dings, der bei dem Set dabei ist, was ich dir gerade gezeigt habe. Der ist nur so kurz. Und das ist mir so ein bisschen zu kurz, wenn ich mehrere Biegungen hier in so einem Rohr habe. Ja, dann habe ich mir noch so einen von Alpha Cool eingekauft. Link zu diesem Schlauch und sowie zu der ganzen anderen Hardware, alles was hier auf dem Tisch steht, übrigens auch unten in der Videobeschreibung, sind Amazon Affiliate Links. Wenn du darüber einkaufst, kannst du damit kostenlos diesen Kanal unterstützen, und das würde mich sehr freuen. Dann haben wir alles soweit vorbereitet. Dann können wir jetzt hier meinen Föhn anmachen. Da hat sich jetzt herauskristallisiert, gibt es natürlich unterschiedliche Modelle. Hier auf Stufe 2 ist es am besten. Dann habe ich hier noch ein Handy neben mir liegen und stelle hier immer so ein bisschen noch so den Timer, damit ich das so mal so ein bisschen im Überblick behalte. Es hat sich so rauskristallisiert, so nach anderthalb Minuten fängt es langsam an, weich zu werden, und dass ich so 3 Minuten lang dieses Rohr erwärme, dann habe ich so gesehen immer die besten Biegungen. Ich zeige dir jetzt auch mal, wie man das kurz Freihand machen kann, weil bei der ersten Biegung kann man es auch immer Freihand machen. Ja, dass das halt auch alles genauso gut funktioniert. Man braucht nicht unbedingt eine Biegehilfe. So, also Föhn an und Feuer frei im wahrsten Sinne. So, ich werde diese Biegung jetzt hier ziemlich am Anfang machen, weil ich da nur ein kurzes Stück brauche. Das zeige ich dir auch gleich, wo das dann nachher reinkommt. Und ja, wie gesagt, das Rohr ist halt nicht mehr so lang. Nicht, dass ich hier gleich Probleme kriege, dass mir dann nachher noch 2 cm fehlen.
nachdem ich dann drei Biegungen durchgeführt habe. So, Abstand ist so, ich glaube, ich habe eben einmal gemessen, so um die 6 cm. Aber ja, das ist halt auch abhängig davon, was du für einen Föhn natürlich hast und welche Rohre. Einfach mal ein so eine Tube hier ausprobieren und gucken, wie es so läuft. Das sind übrigens PMMA-Hardtubes, also Acryl-Hardtubes, die etwas härtere Nummer. Es gibt ja auch PETG, die brauchen auch nicht ganz so viel Hitze und sind etwas leichter zu verarbeiten. So, 1,5 Minuten sind rum. Es wird jetzt langsam so ein bisschen weich und ruhig auch so ein bisschen hin und her gehen, damit man so diesen ganzen Bereich der Biegung miterwärmt. Dann ruhig immer dabei drehen, dass alles schön gleichmäßig erhitzt wird. So, langsam wird mir der andere Finger warm da hinten. So, die 3 Minuten sind jetzt gleich rum. Dann sollte es soweit sein. Kann man mal fühlen, ja, hier ist schon sehr labberig. Und dann ja, kann man das easy freihand biegen. Wie du siehst. Also überhaupt gar kein Problem. Und dann lege ich es mir hier meistens einfach auf den Tisch. Irgendwo da, wo ein rechter Winkel zu sehen ist. Ja, ich glaube so. Hier wäre ganz angebracht. Das ist immer ein bisschen schwierig, wenn man das dann alles noch mit Kamera machen muss. So, und jetzt halte ich mir das hier dran, so, und halte es dann fest. Man kann das ruhig ein bisschen überbiegen, weil der Trend zeichnet sich so ab, dass es meistens im Nachhinein immer noch mal wieder ein Stück zurückgeht. Also deswegen sieht man hier hinten auch, die Flucht ist nicht ganz 90 Grad. So, und dann mehr oder weniger auch so 2 Minuten festhalten, bis das wieder kalt ist. Und ja, dann haben wir schon die erste Biegung fertig, easy frei Hand gebogen. Also wie du siehst, also das ist überhaupt gar kein Problem. Die Herausforderung kommt dann gleich. Ja, somit haben wir die erste Biegung fertig. Ja, das ist auch jetzt überhaupt alles gar kein Problem, wie gesagt. Und ja, ich zeige dir das mal kurz an dem Objekt der Begierde, was ich jetzt hier vorhab. Also ich möchte gerne von hier, das ist übrigens ein Wasserfilter, hier raus, hier einen Bogen rum, hier hin, hier einen Bogen hoch und dann wieder hier einen Bogen so. Also eine Rohrleitung mit 3 Biegungen. Man kann das Ganze auch alles sich jetzt ganz einfach machen. Sage ich jetzt mal so, man macht hier einen 90 Grad Winkel hinten dran und ja, steckt dann einfach quasi auch so einen 90 Grad Bogen. Jetzt, natürlich müsste der ein bisschen länger sein. Einfach hier so dran und dann kann man das auch super verbinden. Dann geht es halt hier unten in 45 Grad Winkel mehr oder weniger rein und nach hier hinweg. Ja, das ist aber alles keine Herausforderung und sieht auch optisch nicht so ansprechend aus. Und ja, ich habe mir zum Ziel gesetzt, möglichst alle Rohrleitungen entweder horizontal oder vertikal zu verbauen und keine, die hier so irgendwie schräg reingehen. Ja, deswegen muss ich jetzt eine Leitung machen, die hier eine Biegung, 2 Biegungen, 3 Biegungen hat. So, jetzt ist ja natürlich die Herausforderung, wenn ich das jetzt hier so reinhalte und auf die Höhe halte von diesem Filter, muss ich ja irgendwo hier jetzt die Biegung machen, dass ich hier parallel hochkomme in der Flucht mit dem Anschluss. Und da ist jetzt die Herausforderung, wie bestimme ich A, den Punkt, wo diese Biegung sein muss und wie biege ich denn dann mit der ganzen Markiererei und so. Ja, wie gesagt, ich zeige dir jetzt meine Herangehensweise. So, dafür nehme ich mir jetzt nochmal so einen zolligen. So, und wenn ich den hier dran halte und dann vor den Fitting schiebe, dann sehe ich, dass dieser Fitting, ist die Grafikkarte gerade drin? Das ist auch so ein Problem. Man muss natürlich auch gucken, weil hier ist noch kein Riser-Kabel drunter. Das soll heute noch kommen, dass die Komponenten auch genau so dann da drin stehen, wie sie nachher auch, wenn es wirklich fest eingebaut ist. Ich zwar hinten hier eine Slotblende fest, aber man muss da natürlich so ein bisschen gucken. Und wenn ich jetzt hier meinen Zollstock dran halte, dann sehe ich, dass das Innenmaß quasi ein Glied weit noch weg ist. Ich weiß nicht, wie ich das anders beschreiben soll. Also quasi, dass die Biegung quasi hier aufhören muss. So, das heißt, ich halte das jetzt hier nochmal bündig rein, gucke. Wichtig dabei ist es auch, dass ich das nicht so mache, sondern auch so, wie es nachher kommt. Und zeichne mir das dann an. So, dann komme ich hier gerade raus.
Übrigens hier, das ist so ein, wie heißt der? So ein Flipchart-Maker von Schneider Max 290. Hat den Vorteil, weil diese Tubes ja satiniert sind, also so ein bisschen raue Oberfläche haben. Die kann ich mit Alkohol ganz einfach abwischen, die Markierung. Normaler Edding geht halt bei diesen Tubes nicht. So, die Markierung, die ich mir jetzt hier gemacht habe, markiert halt quasi den Endpunkt des Rohrs. Und ja, um jetzt herauszufinden, wo ich jetzt, wie weit ich nach vorne gehen muss, um zu biegen, gibt es ein ganz einfaches Mittel. Und zwar gibt es dieses Biegetool, was auch in dem Set dabei ist. Und ja, und wenn ich das jetzt hier einfach mal dran halte an meine handgebogene Biegung von eben, dann sehe ich oder kann ich hier messen, ab Startpunkt der Biegung, das wäre hier diese Markierung, bis dahin, wie viel Abstand das ist. Und da sind wir roundabout so bei 3,7 Zentimeter. Das heißt, um diese Biegung als Außenbiegung zu haben, muss ich hier 3,7 Zentimeter zurückgehen und mir da eine erneute Markierung machen. So, oh. Ja, da passt ja sogar. Es war aus Versehen, aber es passt. Das heißt, ich setze dann hier dieses Biegetool auf, also mit dieser Markierung vom Biegetool, auf den Punkt. Und wenn ich das jetzt hier mal so mache, dann sieht man auch, dass hier dieser andere Punkt ist und ja, quasi ist das auch dann die Flucht des Rohres. So, erwärmen müssen wir dann. Ab hier soll die Biegung anfangen. Das heißt, so ein bisschen hier diesen Bereich noch und ja, bis hier zu dem zweiten Punkt. Also diese Strecke versuche ich jetzt zu erwärmen, damit ich die Biegung hinbekomme. So, 3 Minuten sind rum. Dann wollen wir jetzt mal schauen, ob das funktioniert. So, wie gesagt, das Tool hier draufstellen und dann hochbiegen. Hier merke ich, hinten hätte ich noch ein bisschen mehr machen müssen. Das kann man ja jetzt noch machen, jetzt ist ja alles noch warm. Einfach noch mal eine Minute ein bisschen dran halten. Weil wenn der Bereich halt nicht ausreichend nach rechts und links erwärmt ist, ja, dann zieht sich das schnell, ja, dieses Biegetool bzw. das Rohr rutscht dann unten durch und ja, geht dann halt. Man trifft dann halt nicht genau den Punkt, den man sich da markiert hat. Und das ist ja genau das Entscheidende an der ganzen Geschichte. Also nochmal ein bisschen hier hinten den Bereich. Vorne natürlich nicht wieder mit vergessen. Sonst wird es da gleich hart. So, und dann versuchen wir das nochmal. So, jetzt klappt es anstandslos. Rest kann man dann auch wieder mit der Hand machen. Einfach hinlegen. Suche ich mir hier auf meiner Matte irgendwo einen 90 Grad Winkel und kann dann auch parallel gucken, dass dieser hier auch natürlich im 90 Grad Winkel bleibt. Das ist natürlich eine entscheidende Sache, dass der jetzt gleich schief ist. Also wie du siehst, ich nutze das Biegetool im Prinzip nur, um quasi genau die Positionierung zu bestimmen, wo die Biegung hin muss. Der Rest geht halt auch so, weil der Schlauch ja quasi in der Tube drin sitzt und ja, genau, da kriegt man halt super Biegung dann mit hin und auch ja, gleichmäßige. So, dann kann ich mal erstmal den Schlauch rausziehen. Flup. Jetzt können wir hier noch mal gucken, ob das alles soweit passt. Hier ist unsere Markierung. Passt soweit. Von der Flucht her. Und so sieht es auch ganz gut aus. Geht gerade nach oben. Kann man dann hier sehen, genau. Dann schauen wir mal, wie weit das jetzt ja, hier drin aussieht. So, wenn ich das jetzt hier mal so reinhalte, sieht es ganz gut aus. Ja, Problem ist jetzt halt nur, dass das hier noch so ein Stück zu lang ist.
Ich werde das jetzt hier schon mal abkürzen, dass ich das schon mal auf den Filter draufstecken kann. Da kommt noch der Fitting dazwischen. Also so circa 3 cm schneide ich da jetzt von ab. Dafür gibt es dann dieses Tool hier. Das ist auch dabei. Bei diesem Set inklusive Säge. Ich habe hier 2 Bahnen. Ich glaube, das ist, ich weiß gar nicht, ist das 10 mm oder was? Ich habe ja auf jeden Fall 14 mm Tubes. So, und da diese hier recht kurz ist und ich die nicht auf die ganze Länge einspannen kann, sondern hier nur so ein kurzes Stück. Ich habe gesagt, 3 cm sowas wollte ich wegnehmen. Ein bisschen Fleisch wollte ich mir noch lassen, falls ich da noch was anpassen muss. Also dann kann ich auch vielleicht noch wieder ein Stück reingehen. So. Und dann gibt es hier nochmal so eine Arretierungsschraube, damit das dann halt hier stramm drin ist. Wichtig ist, dass es halt gerade drin ist, das Rohr. Sonst schneide ich es nachher schief ab und dann kann man hier das nochmal arretieren und dann diese Säge dazu nehmen und dann einfach gerade vorher abschneiden. So, wunderbar. Schraube wieder los. Dann klopfe ich das hier einmal ab. Schon schlechte Erfahrung gemacht habe, falls dann irgendwie Späne dazwischen kommen, dass sie dann diese Beschichtung hier, dieses Satinierte, dann halt Kratzer abkriegt. So, dann gibt es hier diesen Anspitzer, hätte ich beinahe gesagt, einmal für innen drin zum Entgraten und außen. So, dann hätten wir das auch. Ich habe aber immer noch ein bisschen Schmiergelpapier hier. Ich mache damit auch noch mal ein bisschen die Ecken gerade oder wenn ich mir irgendwie hier so ein Stück abbricht oder so, dann schleife ich es auch noch mal so komplett glatt. Hier ist es auch zum Beispiel nicht ganz gerade abgeschnitten. Dann noch mal einmal mit einem Grater innen drin durchgehen. Und außen. So, somit habe ich das jetzt schön glatt abgeschnitten und entgratet und genau, kann dann das nachher in so ein Fitting stecken. Da habe ich hier noch welche von. Davon kommt jetzt einer auf den Durchflussmesser und dann kann ich das Rohr da schon mal dran stecken und dann dann habe ich es schon mal fest zum Messen gleich für die nächste Biegung. So, jetzt hier den Fitting draufschrauben. Handfest reicht da. So, wo ist jetzt mein Rohr? Hier. Also zu viel abgeschnitten habe ich zumindest nicht. Das ist schon mal gut. So, das sitzt erstmal drin. Ah, das sieht schon geil aus. So, jetzt kann ich nochmal alles betrachten, inwieweit denn hier jetzt soweit alles passt. Wichtig ist natürlich, dass hier das Rohr auf der Ebene gerade ist. Also ich gucke da hier hinten so durch die Slotblende. Hier hinten kann man sehen, da. Nicht, dass ich das jetzt irgendwie so schief habe, dann passt es natürlich nicht, weil ich will ja, dass es hier hinten gerade bleibt. Ja, jetzt müssen wir nur noch hier die Biegung machen, zur Grafikkarte hin. Ja, da messen wir jetzt auch nochmal, oder ja, wie messe ich denn da jetzt am besten? So, dann messe ich hier den Anschluss, wie hoch der ist. Ich habe ja quasi hier eine gute Kante, an der ich mich orientieren kann. So, dann messe ich den Anschluss in Durchmesser vom Rohr und da komme ich hier auf 17,1. So, das heißt, ich muss hier mit der Biegung des Rohrs aufhören bei 17,1, also so wie wir eben gemessen haben. Und dann kann ich mir da die Markierung machen, also Markierungsstift nehmen. So, 17,1, also auf dieser Höhe muss ich aufhören. So, markiert. Im Prinzip kann ich dann hier eigentlich gleich schon dran halten, wo ich biegen muss. Minus diese 3,7. Das heißt, die Biegung muss auf dieser Höhe anfangen. Und dann sollte es passen. Wenn hier die Biegung anfängt, dann sollte es genau rumgehen. Genau, da muss die Biegung aufhören. Hier muss sie anfangen. So, das Trickige ist jetzt dabei, weil diese Biegung quasi hier ja anfangen soll und ist quasi das Ende der letzten Biegung mehr oder weniger. Da muss man immer so ein bisschen aufpassen, dass man da nicht zu viel hier diese Biegung wieder mit warm macht. Ja, weil dann geht das eher wieder in den Ursprungszustand zurück und dann hat man nachher so ein Schwabbel-S.
Das gilt es zu vermeiden. Wird ein bisschen tricky, aber ja, ich gebe mein Bestes. Mal gucken. Aber da muss man, wie gesagt, so ein bisschen aufpassen. Das habe ich auch schon die Erfahrung machen dürfen, dass man dann ja, irgendwie so ein Schwabbel-S hatte. Was eigentlich natürlich auch hilft, wenn hier hinten kein Schlauch drin sitzt in der Kurve, weil der wird natürlich mit warm. Und so kann natürlich hier die heiße Luft, Luft ist natürlich schlechter Wärmeleiter, hier dann besser entweichen und macht das ganze Rohr da nicht so heiß. Du möchtest auch einen schicken Gaming-PC vom Bastelnerd gebaut bekommen und bei der Entstehung live im Stream zuschauen? Oder du suchst eine professionelle PC-Hardware-Kaufberatung für deinen Anwendungszweck und willst nebenbei noch von meinem Wissen im Bereich Hardware-Schnäppchen profitieren? Dann kontaktiere mich jetzt unter bastelnerd.net und gemeinsam lassen wir deinen Traum-PC entstehen. So, ich habe mir das jetzt gerade nochmal durch den Kopf gehen lassen, wie ich das gleich am besten biege, weil weil ich ja hier diesen habe, kann ich es schlecht hier auf den Tisch legen. Deswegen werde ich es mir gleich hier auf die Kante legen, weil ich damit dann diesen kleinen Schnüffel hier da unten raushängen lassen kann und dann das Wiegetool hier draufsetzen an der Markierung und das Ganze dann so hochbiegen. Aber dafür müssen wir es natürlich erstmal warm machen. Aber das ist immer wichtig, dass man das vorher sich überlegt. Sonst ist das Ding gleich warm und dann gerät man in Panik. Oh, wie geht's jetzt weiter oder sonst irgendwas? Also da ist mal wichtig, Ruhe bewahren. Ja, so langsam sollte es klappen. Ich versuch's mal. Wenn ich erstmal einmal den Knick habe, dann kann ich es mir wieder hier auf den Tisch legen und hier irgendwo so dran halten. Wichtig, dass der natürlich dann auch immer noch im 90 Grad Bogen ist. So, soweit sieht es ganz gut aus, dass ich überall im rechten Winkel bin. Ja, dann gucken wir mal, ob es reinpasst. So, da soll es rein. Ja, es sieht ganz gut aus. Ungefähr hier nochmal abschneiden. Gehen wir einmal durchspülen und dann gucken wir. So, zurück vom Durchspülen. Jetzt wollte ich dir nochmal kurz zeigen, wie wir die Markierung hier abkriegen. Also hier von diesem Flipchart Maker. Ja, das geht ganz hervorragend. Hier ein bisschen Alkohol auf dem Tuch und hier sind ja unsere Markierungen und dann da ein bisschen drüber gewischt und dann gehen die auch wieder weg vom Feinsten. Dann schauen wir jetzt mal, inwieweit das Konstrukt da reingeht. Ja, ich fange mal hier hinten wieder an am Filter. So, klick. So, von der Länge her sieht es schon ganz gut aus. Jetzt muss ich natürlich nur runterbiegen und mach einmal dann da rein. Klick. Ja, ich würde sagen, vom Feinsten. Ja, geil. Hier ist auch gerade ja zu wild die ganze Geschichte. Ja, wenn das nicht geil aussieht, dann weiß ich es auch nicht. Ja, mit drei Biegungen, ja. Absoluter Hammer. Ich bedanke mich auf jeden Fall nochmal bei Corsair für die freundliche Unterstützung zur Verfügung stellen des ganzen Materials. Sonst könnte ich dir das jetzt hier gar nicht alles zeigen. Ja, super cool. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lasse doch gerne einen Daumen nach oben da oder abonniere den Kanal, falls du auch zukünftig nichts rund um den PC verpassen willst und halt auch, wie es mit diesem PC hier weitergeht. Dieses Hardtube-Video spiele ich jetzt einfach mal zwischendurch ein und dem ganzen fertigen PC und so, wenn er dann fertig ist, gibt es auch nochmal ein gesondertes Video zu. Also, wir sehen uns. Bis gleich.